Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was immer mehr Menschen betrifft. Und viele sehen dieses Thema als ein rotes Tuch oder als etwas komplett Böses. Dabei kann man daraus viel, viel Kraft schöpfen. Ich rede über das Thema Einsamkeit. Einsamkeit ist für viele wie ein Schatten, der über ihnen schwebt. Alleine die Vorstellung, ganz alleine zu sein, löst bei vielen von uns absolutes Unbehagen aus. Ich möchte dir heute eine andere Perspektive auf Einsamkeit geben, weil ich stell dir mal vor, dass Einsamkeit nicht etwas Böses oder etwas Dunkles ist, sondern etwas, woraus du viel Kraft schöpfen kannst. Allein zu sein bedeutet oft Stille. Und Stille ist etwas Wundervolles. Und auch wenn das am Anfang für viele sehr negativ ist, allein zu sein und die Stille ist unerträglich, kann man trotzdem aus dieser Stille viel Wertvolles gewinnen. Stille zwingt uns oft dazu, genauer hinzusehen oder hinzuhören und auch mal unsere Gedanken zu beobachten, weil genau darauf kommt es an. Überleg mal, wenn du Zeit alleine hast und dich auf deine Gedanken fokussierst, da ist so viel mehr als diese Stille in diesem Raum. Deine Gedanken, deine Gefühle und alles, was in dir schwebt, du kannst dich endlich selber entdecken. Wichtig ist auch, dass du das nicht als etwas Böses siehst, weil Gedanken sind immer da, Gefühle sind immer da und diese Gedanken und die Gefühle zu beobachten, diese ganzen Emotionen alleine in der Stille wahrzunehmen, kann so, so wertvoll sein. Und deswegen solltest du Einsamkeit nicht als etwas Schlechtes sehen, weil es steckt so viel Positives dahinter und viele Menschen kommen mit dieser Einsamkeit und diesem Alleinsein gar nicht klar. Ich kann verstehen, wenn du wirklich komplett alleine bist, keine Freunde hast, keine Arbeitsstelle oder irgendwas, wo du Leute triffst, dass du dich komplett einsam fühlst. Aber hast du mal versucht, dich hinzusetzen, mal deine Gedanken zu beobachten, deine Gefühle, die aufkommen und alles, was dazugehört? Allein zu sein ist wirklich eine Einladung, mit dir selbst ins Gespräch zu kommen. Es ist ein Raum, in dem man zu sich selbst finden kann und das kann echt süchtig nach einer Zeit machen und ich habe selbst erlebt. Ich war auch eine Zeit lang sehr, sehr einsam, bis ich mich mit mir selbst beschäftigt habe und was ich da entdeckt habe und das ist echt verrückt und irgendwann war ich süchtig danach und ich war gern alleine, habe mich gern mit mir selbst beschäftigt, meine Gedanken beobachtet, meine Gefühle und alles, was dazugehört und das ist echt verrückt. Einsamkeit ist kein Gefängnis, sondern eine Tür, die sich öffnet für dich, um neue Potenziale in dir zu erkennen. Ich kann verstehen, dass Einsamkeit komplett beängstigend ist und es macht einen auch traurig und viele Leute reden darüber, wie einsam sie sind. Aber stell dir mal vor, du gehst in dich und entdeckst deine komplette innere Welt, wie wundervoll das sein kann. Und diese Einsamkeit nicht nur etwas Dunkles hat, sondern auch etwas Positives. Ich möchte dir hiermit nur sagen, dass Einsamkeit nicht unbedingt was Schlechtes ist. Ich kann verstehen, wenn du dich einsam fühlst und traurig bist und das ist auch alles legitim und das sollst du auch fühlen und deine Emotionen auch freien Lauf lassen und auch erzähl's auch gerne, wenn du jemanden triffst. Trotzdem möchte ich dich bitten, versuch Einsamkeit nicht als etwas zu sehen, was negativ ist, sondern du kannst deine eigenen Potenziale entdecken. Du kannst dich kreativ in dir selbst, in deinem Kopf ausleben. Und darauf kommt es doch an. Und lass den Kopf nicht hängen. Es gibt so viele Menschen, die einsam sind. Man kann sich mittlerweile überall connecten. Und wenn nicht, entdeck doch selber deine innere Welt. Das ist doch viel wichtiger. In diesem Sinne, macht's gut.